Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr da seid. Ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch auf die nächste Leiche zu stürzen. Ja, ja. Was machst du jetzt damit? Muss ich mir noch überlegen. Dir. Ich glaube, dass ich hier lang muss. Na, wer hat Loot gefunden? Wer hat Loot gefunden? Der Lootfox wieder. Der gute Lootfox. Nice. Stoff. Garn. Das ist eine Ansage. Guter Boy Slide voll. Ernsthaft? Also ich weiß, dass ich eigentlich hier nicht weitergehen sollte. Aber was wollen die denn machen? Wir sind über Ratten. Okay. Schon krasse Ansage. Prügeln jetzt echt die Zähne aus dem Leib? Aber wie ist da eigentlich die Haltung konzipiert? Das komm, kletter hoch. Komm, Rosa. Keine Lux. Anni, wie war denn das wie war denn das Ding, was du dir geholt hast? Och nö, noch mehr Ratten. Habt ihr gesehen, wie dreist die waren? Kann ich hier Fackel irgendwas mitnehmen? Ih, die haben ja Stöcke im Bauch. Zieh nicht hin. Versuche alles um dich herum zu ignorieren, Hugo. Sneaky Rattis, voll. Ich glaube, das sind keine Stöcke. Aber, ja doch, angespitzte. Das sind wie Schinken. Palatschinken. Amicia, der Turm. Ja, wir können hier nicht bleiben. Hilfe. Los, Rainer, schnell. Amicia, da drüben ist jemand. Oh nein. Hab ich da Loot übersehen? Ne, oder? Das wäre jetzt das Schlimmste für mich, wenn ich da Loot jetzt sehen würde. Oh, hier, guck mal, da. Da hat sich eine Ratte verirrt. Schnell drauf treten. Oh, boah, Palatschinken. Ja, das ist jetzt aber nicht der Palatschinken, den man eigentlich haben will. So lange. Holt die Ficker hier weg. Los! Amicia, er sitzt in der Falle. Shh, wir müssen weiter. Habt ihr das gerade gesehen, wie viele Ratten da an der Seite rausgekommen sind? Boah. Nee, voll nicht. Voll nicht. Team Ratten. Ja, das wurde aber auch Zeit. Oh nein. Hey, was treibt ihr da? Stehen bleiben. Noch mehr Ratten, die jetzt von der Seite reingekommen sind. Tja, und rat mal, wer die Ratten zu ihm treibt. Also ich könnte ja jederzeit einfach mal das Ding hier hinhängen. So tun, als wäre nichts gewesen, aber. Momentan. Tut mir leid, aber wir müssen hier raus. Amicia! Lasst mich nicht zurück! Ich flehe euch an! Bitte! Es ist eine scheiß Entscheidung. Ich meine,
Was würde ich machen? Darum, ich würde wahrscheinlich versuchen, irgendwie logisch das Problem zu lösen, indem ich ihn bitte einmal rüber zu springen zu unserem Feuer. Er ist gepanzert, seine Beine, die Ratten können nicht so schnell durchbeißen. Ich würde ja sogar mit meiner Fackel, mit meiner Steinschleuder. Warte mal, kann ich das nicht? Das ist eine Idee, weil ich habe da nämlich ein Ding gesehen. Alles, was ich brauche, ist doch nur. Das gesehen? Genau das. Das war gerade meine Idee. Seine Leute haben deine Eltern getötet. Zünd ihn an. Dann gehen die Ratten nicht auf ihn. Ich bin kurz AF duschen. Mach das. Also, es ist halt eine Scheißentscheidung. Ihr habt mich gerettet. Ja. Oh, danke. Vielen Dank. Ihr werdet doch wohl nicht Alarm schlagen. Alarm? Nein. Nein, nein, nein. Man würde mich hängen, wenn herauskäme, dass ich euch hab laufen lassen. Geht nur, ich hab nichts gesehen. Gut. Das war halt die menschlichste Entscheidung. Auch wenn er und seine Leute meine Eltern getötet haben. Das klingt jetzt hart. Das war Befehl. Da hieß es für ihn auch, entweder er macht's oder er stirbt. Ne? Ist halt eine scheiß menschliche Entscheidung. Und ja, hätte ich jetzt die Ratten zu ihm hochgedrängt, hätten die Ratten ihn gefressen. Eindeutig. Aber wie gesagt, das hier war höchstwahrscheinlich die wohl menschlichste Entscheidung. Ach, guck mal, wie süß. 2-3 Ratis nur noch. Fiel mir jetzt auch nicht leicht. Aber wie gesagt, rüberspringen oder was ist halt scheiße. Oh nein, die Fackel. Wir müssen ohne sie weiter, Amicia. Jetzt die Ratten. Weggesnackt. Äußere mich jetzt gleich nochmal. So. Entschuldigung, wegen dem Pump. Das ist mal, wenn der Controller mir aus der Hand fällt, beziehungsweise ich ihn ein bisschen ablege. Die Natur des Menschen ist so wahrer. Nicht, dass ich gleich gesnackt werde. Ist zur wahren Größe in der Lage und zur schlimmsten. Wie drücke ich das aus? Wahren Größe und schlimmsten Nöte? Nee, es klingt bescheuert. Aber wisst ihr, wenn der Mensch in einer Lebenssituation steckt, wo man feststellt, dass es ihn und sein Umfeld so richtig an Kragen geht, also so das Schlimmste, was gehen kann: Krieg, Elend, Hunger, Not, Pest, weiß der Geier was wie hier, ne? Dann zeigen sich zwei Dinge des menschlichen Wesens. Einmal, wie skrupellos, egoistisch, machtbesessen, hinterfotzig ein Mensch sein kann, indem er einfach alles tut, um irgendwo raus Profit zu schlagen. Deine Situation zu verbessern. Also noch nicht mal so, dass sie einfach nur lebenswert ist, sondern so stark zu verbessern, dass er weit über anderen steht. Wisst ihr, was ich meine? Zum anderen zeigen solche Situationen auch, wie menschlich wir sein können. Indem Leute, also die wahre Natur des Menschen einfach, dann merkst du das denn an, indem Leute teilen, die nichts mehr haben. Dinge geben, obwohl sie nichts mehr besitzen. Untereinander aufpassen und achten, obwohl es überhaupt nicht notwendig ist, weil man eine fremde Person ist. Das zeigen solche Situationen immer. Versteht ihr, was ich meine? Zum einen gibt es diese widerliche, hässliche Seite, in der der Mensch einfach nur widerlich ist. Wo ich mich schon fast schäme, überhaupt ein Mensch zu sein. Und dann gibt es diese Seiten, wo einfach so viel wahre Größe und Menschlichkeit und Empathie gezeigt wird, dass es einem fast das Herz zerbricht. Und als Belohnung gibt das Leinwerkzeug. Nice. Ich bin sicher, ihr versteht, was ich meine, ne? Weil das sind echt
finde ich, zwei Dinge, die äußerst auffällig sind in solchen Notsituationen. Ja, wir sneaken eine Runde. Okay. Da, ein Soldat! Er versperrt uns den Weg! Ich sehe keinen anderen Ausweg. Verdammt! Wir haben keine Wahl. Wir müssen ihn überrumpeln. Hier, nimm das. Was zum Fick ist das? Was soll ich mit dem Zeug machen? Somnum, du wirst schon sehen. Du musst es vermischen. Somnum? Du kannst jetzt Somnum herstellen? Halte, das ist doch irgendein Schlafscheiß. Eliminiert Gegner ohne Geräusche zu machen. Etwa so? Perfekt. Jetzt musst du ihm das Ganze ins Gesicht schmettern. Ist das dein Ernst, Lukas? Gut, ich hoffe, du weißt, was du tust. Endgültig einschlafen. Näher dich unbemerkt einem Gegner von hinten und drücke Y. Sobald das Symbol angezeigt wird. Alles klar, wir holen das Spermatuch, das Betäubungstuch wieder raus. Da drüben geht doch was vor, Spelga. Wer hat euch geschickt? Kommt doch mal her. Ich muss dir was ins Gesicht drücken. Nein! Schläft er? Ja, für eine Weile. Danke, das wird uns das Leben retten. Habt ihr gesehen, wie gut ich mich von hinten angeschlichen habe? Und Gott sei Dank gab es ein Quicktime-Event. Ansonsten wäre ich Matsche. Entschuldigung. Ja, ich hab's einfach drauf. Unbemerkt von hinten nähern. Das kann ich. Schatz, was machst du hinter mir? Nichts. okay. Ja, nehme ich auch. Okay, ja, und das ist sehr gut. Ich hätte gern einen Stock zum Anzünden. Ernsthaft? Ich muss den Scheiß schon wieder herstellen? Ich bin doch so geizig mit meinen Rohstoffen. Irgendwo Loot? Guck mal. Guckt euch an, wie sehr sie hinter meinen Hintern her sind. Die wollen nur spielen, voll crazy. Alles fit bei dir? Schön, dass du reinschaust. Okay, das Ding bewegt sich auf und ab. Noch eine Maschine. Die sieht ein wenig anders aus. Bestimmten Objekten zu hintergehen, wenn du drückst, sobald das Symbol angezeigt wird. Okay. Ja, warte mal. Ich hab noch Loot. Sehr schön, wie blau auftaucht. Ich glaube, blau brauche ich mal wegen Somnium, ne? Dass mir das dann mal angezeigt wird, ja. Okay. Lässt sich das bewegen? Ich versuch's. Und nun? Ich lasse los. Achtung! Wie sollte es gehen? Oh! Da musste ich sogar lang. Okay! Hand tut immer noch weh. Echt so übelkräftig. Das ist natürlich unschön. Ich sehe da noch irgendwas. Was sehen meine trüben Augen da hinten? Seht ihr das auch? Ich sehe es. Ich komme nicht ran. Wer soll ich denn da hin? Kannst du das übernehmen? Ich werde sicherlich nicht springen. Das musst du machen.
Ich kann nicht, Amicia. Jetzt stell dich nicht so an, Mensch. Was bist du für ein Bruder? Muss ich schon wieder eins herstellen. So, jetzt aber. Schaffst du das? Hol, dein braver Bruder, hol das Stöckchen. Irby, hol das Stöckchen. Wir haben es immer noch nicht los, gelernt. Nico, du genau hast so. Zwei Hände. Pro Hand ein Stock. Pro Hand ein Stock, mein Freund. So, bitte lass mich jetzt hier rüber gehen können. Nice, ich kann doch runterfallen. Und fort, ich habe nämlich den Loot gesehen. Oh mein Gott, ist das eine Anspielung an Dark Souls? Niemand weiß es. Ein Feuer mit einem Schwert drin. Könnte ein Bonfire sein. Könnte ein Bonfire sein. Lukas, ob uns das hier weiterhilft? Das ist ein Entfernungsmesser. Wofür? Den Krieg? Damit kann man den Schusswinkel bestimmen. Total unnütz. Nein, gar nicht. Ich zeig's dir später. Ein Jakobswinkel. Ich hab davon schon mal gehört. Aber tatsächlich noch nie einen gesehen. Tagebuch des Alchemisten. Das hatten wir schon. Okay, das ist ein Jakobstab. Dieses sowohl für die Astronomie als auch für die Kriegskunst äußerst nützliche Instrument fand im frühen 13. Jahrhundert eine große Verbreitung. Da man mit ihm präzise Messungen vornehmen kann, wird es zum Berechnen von Winkeln und Entfernungen und vor allem beim Kalibrieren von Belagerungswaffen verwendet. Unter Zuhilfenahme eines Kompasses können Angreifer mit diesem Instrument die Kontrolle über das Schlachtfeld gewinnen und sich einen erheblichen strategischen Vorteil verschaffen. Nice. Okay, jetzt bin ich hier nur... Ohne Scheiß, das ist doch eine Anspielung an Dark Souls. Da kann mir doch jeder sagen, was er will. Da ist ein Leuchtfeuer mit einem Schwert drin. Gibt es wenigstens zu. So, wir gehen jetzt wieder zurück. Ey, dieses widerliche Quietsche, ne? Okay. Sehr schön, wie immer seine Hand auf meinen Rücken hält. Ja, früher in der Zeit gab es noch keine sexuelle Belästigung. Da hat man das noch so gemacht. So kann ich mich nähern, bis die Ratten kommen. Ist da was? Eine Armlänge Abstand, mein Junge. Ja, in der Tat. Ernsthaft? Ich muss mir jetzt nochmal Stöckchen holen, um hier rüber zu gehen? Boah, anstrengend. Bin ich noch irgendwo... Ernsthaft? Nimmst du ein Stöckchen? Oh. Kannst du das übernehmen? Und okay. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ja, mach mal. Hallo? Das aber, musst Junge, du machen. Bitte ist das Gerät machen. Nicht richtig benutzt? Sag mal, brauche ich dafür Steine? Das wäre noch lustiger geworden. Ah, geht doch. Okay, schicken wir den Jungen nochmal los. Schaffst du das? Ich habe gesagt, ich soll aufhören. Ah, okay. Ach, Herbie. Genau so. Immer noch ein Stock. Kannst du das übernehmen? Herbie rennt jetzt die ganze Zeit mit dem Stock hinter uns her. Heißt das, dass er mir auch hinterherläuft, wenn das Ding da? Es ist nicht dein Ernst. Das ist doch Feuer! Das ist doch Feuer! Da war Feuer!
Okay, wichtigste Frage, habe ich den Jakobstab? Ja, habe ich. Gut. Rippidi-ripp, voll. Lässt sich das bewegen? Ich versuch's. Dafür kann ich jetzt wirklich nichts, ne? Dafür kann ich jetzt wirklich nichts. Ach, jetzt brennt das Ding noch nicht mal. So, hör mich rüber. Schaffst du das? Kannst du das übernehmen? Ich hoffe, mein Timing ist jetzt so gut, dass beides gleichzeitig passiert. Stefania, sitzen! Ja, ich entsinne mich dran, das war gut. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Sly, ciao!